Im Vergleich zu den schmächtigen Burgen und versprengten Häusern des Vorgängers sind die Städte in Rome natürlich eine absolute Wucht. Riesige, antike, ägyptische gerade oder hier griechische Metropolen, die nicht nur im Vorbeiflug toll aussehen, hier zum Beispiel ein Kolosseum zu sehen, sondern auch wiederum fest ins Spiel eingebunden sind. Dieser Platz zum Beispiel, an dem wir gerade vorbeifliegen, wenn sie da als Angreifer eine Einheit hinkriegen und die für ein paar Sekunden da drin überlebt, dann haben sie die Stadt erobert. Und der Verteidiger will das natürlich verhindern. Jetzt sind wir hier weit weggezoomt im Überflug, gehen wir doch mal näher dran. Ja, ich kann jetzt fast so ein bisschen durch die Straßen spazieren und den Maßstab des Ganzen, den erkennt man, wenn es dann wieder Kampfeinheiten zu sehen gibt, wie hier. Das ist eine richtig große Stadt, eine belagerte Stadt überdies und die feindlichen Hopliten, es ist wie gesagt eine griechische Metropole, die rücken hier gerade an die Front vor, also an die Stadtmauern. Diese Hopliten sind die verteidigungsstärksten Infanteristen, die es überhaupt gibt in Rom. Vor den Mauern, da warten meine Römer. Zuerst lasse ich diese großen Geschütze vom Berg schießen, dann befehle ich hinten diesen Belagerungsturm Richtung Mauer. In Wahrheit will ich aber die Mauern durchbrechen und tue jetzt erstmal so, als würde ich das mit dieser Ramme wollen, die sie gerade durchs Bild rollen sahen. Hier schießen meine Ballisten. Und sowas in dem Detailgrad, also dass man das Spannen der Geschütze sieht, das ist natürlich nur aufgrund der neuen Grafik-Engine möglich. Das, wie gesagt, die roten Römer, die steuere ich selbst. Diese blauen Römer, die jetzt die Testudo, die Schildkrötenformation annehmen, die schützt, wie Sie sich leicht vorstellen können, vor Pfeilbeschuss, macht aber auch die Einheit sehr, sehr langsam. Diese blauen Römer, die jetzt gegen Stadtmauer vorrücken, die werden vom Computer gesteuert. Ich kann nämlich mit eigenen Truppen aus zwei Provinzen angreifen und eine von diesen beiden Truppen lasse ich dann den Computer übernehmen. Dadurch habe ich ein höheres Einheitenlimit letzten Endes, kann also mehr Truppen aufs Schlachtfeld bringen. Hier sieht man nochmal Bogenschützen, die auch sehr schön Pfeil aus dem Köcher spannen und dann erst schießen. Und wenn ich das richtig sehe, da hinten hat meine Ramme ihren Zweck fast erfüllt. Na, jawohl, das Stadttor ist offen. Jetzt ziehe ich die aber zurück, weil ich will die Griechen reinlegen. Die werden nämlich jetzt aller Wahrscheinlichkeit genau Richtung Stadttor vorrücken. Aber im selben Moment, das sieht man jetzt leider nicht, habe ich ein Loch in die Mauer geschlagen mit diesen Belagerungsgeschützen. Und da schicke ich jetzt meine eigenen Römer rein, die roten. Und das sind auch noch Prätorianer, das sehen Sie beim genauen Hingucken an den geschwungeneren, runderen Helmbüschen. Und wenn die jetzt erstmal so in der Stadt sind, er versucht jetzt noch hier die anderen zurückzuziehen, dann ist das für mich fast schon gewonnen. Ja, da rennen die Griechen und die Stadt ist mein.